Es wird Frühling und man kann eine Watergum benutzen. Elektrisch, hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem Kanal eingecheckt habt. Ja, mein Sohn hat sich das, wir haben die zum Testen bekommen und der steht also auf Wasserpistolen für den Garten und das ist mal so eine richtig schöne mit elektrisch. Da sollen 500 Milliliter, halber Liter Wasser reingehen. Nennt sich 2-in-1 Manual und Auto Watergun. Und die würde ich gerne mal mit euch heute anschauen. Das ist so ein kleiner Bausatz, weil mein Sohn will die natürlich auch mal betrieben. Und dann werden wir die draußen mal, wenn das nicht regnet oder so, ein bisschen auschecken. Wie weit die spritzt und. Und zu diesem Video würde ich euch herzlich einladen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Und eure Kinder würden da, als Erwachsener hat man Spaß damit. Und als Kind, eure Kinder haben auch bestimmt Spaß damit, wenn es wärmer ist. In diesem Sinne, ab zum 2-in-1 Manual Auto Water Gun Check. Viel Spaß beim Video. So bekommt ihr das geliefert hier. Ist ein kleiner Bausatz. Aber normalerweise ist sowas ja immer einfach zusammenzubauen. Wir werden das mal rausnehmen. Alles, was da so drin ist. Bausatz. Ich liebe Bausätze. Hoffentlich so große Bausätze. Alter Schwede. Also der Hauptteil scheint schon mal zusammen zu sein. Okay. Gibt es eine Anleitung? Da ist noch. Das wäre ein Akku dabei. Das ist ja cool. So. Da haben wir erstmal das auch mit Akku. Den werden wir jetzt wahrscheinlich laden müssen. Manuals. Oh, wir haben eine deutsche Anleitung. Ich bin begeistert schon mal. Spiegel, bla bla bla. So soll das Ding dann aussehen. Das ist der Wassertank. Okay. Gut. Das kann ja nicht so allzu schwierig sein, denke ich mal. Ich muss die Kamera ein bisschen weiter wegstellen, damit man was. Also, so ist das Ding schon mal. Wir stecken das rein. Kann man das noch verstehen? Nee, das ist da. Da ist Anschlag. So, dann soll die darauf, da ist so eine Nute drauf. Oh, muss ich Druck drauf bringen? Eigentlich soll das so passen. Ja, so, oben war richtig, dann muss man mal ein bisschen gucken. Was ist uns das hier? Ah, das ist Tank. Und da kann man den wieder. Ich habe irgendwie was klicken gehört. Gut, den müssen wir ja aber wieder. Ah, da ist ein Knöpfchen, dann kann man das da lösen. Ich zeige es euch nochmal. Das ist schon ein großer Tank, muss man ehrlich sagen. So, und hier ist genau der gleiche Kram. Da müssen wir den jetzt hier, diesen Endgriff, der muss ja irgendwie, ne, darauf gucken. Ja, und dann verdrehen. Und dann hat man so eine Wasserpistole. So, aufmachen. Eigentlich sollte da eine Schraube drin sein. Die schon mal wieder weg ist. Ist da noch was im Karton? Normalerweise gehört hier nämlich so eine Schraube rauf. Eigentlich. So, das geht nicht. Da sollten eigentlich Schrauben rein sein. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass das verpennt worden ist. So, wir müssen das jetzt hier drehen. Richtig öffnen. Und dann können wir das Akkufach entnehmen. Ich guck mal, ob da noch Schrauben dabei waren. Also auf der Abbildung sind auch keine, wie man das hier sieht. Okay, dann haben sie sich das hier mal gespart. Den Akku anzuschließen ist eigentlich recht einfach.
nehmen wir mal das erstmal. Sonst muss ich den erstmal laden. Na komm schon. Wir haben ein Ladegerät, aber das sind diese Standards-Akkus. Was steht da drauf? Da ist ein 3,7 Volt 18650 1200 mA. Gut. Die werden hier wie bei den Modellautos einfach mit verbunden. Muss man nur richtig rumgucken. Ah, so rum. So. Und dann ist der schon mal dort verbunkert. Man kann das auch hier irgendwie mit Pumpen. Ah, hier kann man pumpen. Kann man den noch umstellen? Da müssen wir gleich mal gucken, wie sieht es denn aus mit der Umstellerei. Taste drücken. Installieren vorsichtig. Ich schaue mir noch mal die Bedienungsanleitung an gleich, wie das denn hier vonstatten gehen soll. Learn it by doing this. Wenn der Akku ist, verwenden Sie bitte den manuellen Modus. Ja, wo stelle ich denn den manuellen Modus um? Hier steht doch was drauf. Electric Switch, elektrisch, manueller Zugschalter. Manuelles Wasser aus. Ach, da kann man noch manuelles Wasser. Dann muss man hier pumpen, ist wahrscheinlich. Okay, elektrischer Wasserauslass, manueller Wasserauslass. Ah, manuell spritzt er hier unten, jetzt verstehe ich das Ganze. Und das ist der elektrische. Gut. Ja, dann werden wir die mal, müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis das Wetter besser ist. Und testen die dann gleich mal. Aber das will ich ja natürlich nicht unterschlagen. Wir werden das jetzt erstmal wieder schließen. Ich hoffe, das geht auch rein. Ja, wenn man hier so sitzt, sieht man nichts. Am besten ist das immer von oben zu sehen. So, und dann verschließen wir das wieder mit Verdrehen. So, und gut ist gewesen. Wasser drauf, testen. So, wir werden natürlich jetzt über das Display, musste ich eben das mal einstellen. Die Knarre liegt genau daneben. Ich kann jetzt nicht zu weit, weil das geht locker. Also so. Na, 7 Meter 10 würde ich sagen, ist ein bisschen viel. Man kann natürlich auch mit der Hand und kann beides machen. Also eher 5 Meter, da ist mit 10 Meter ist ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem lustig. Handbetrieb, elektrisch. Und ist auch schnell leer. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu meinem Endreview. Mal sehen, was mein Sohn davon hält und dann erzähle ich euch das. Na, wie das bei den Herstellern immer so ist, ne? Da werden Sachen wie 15 Sekunden angegeben, Montagezeit, die dauert wohl ein bisschen länger. Ne? Das ist jetzt Blödsinn. Da müssen wir mal ihre Produktbeschreibung ändern. 10 Meter bis 12 Meter? Nein. Das haben wir gesehen. Also, auch wenn es jetzt draußen geregnet hat, ich konnte das jetzt nicht raus. Mein Sohn war auch noch mal an der Tür, hat sie ausgetestet. Er ist zufrieden mit. Ich würde dem Produkt bei 35 Euro, 36 Euro 4 Sterne verpassen. Aber es ist schön, weil sie ist natürlich aufladbar. Die Akkus, das kann ich euch aus Erfahrung sagen, da habt ihr 2 Stunden Lagerzeit manchmal. Ne? Vielleicht war der Akku jetzt nicht ganz voll, aber trotzdem. Also es ist eine schöne Sache. Man kann Doppelfeuer machen, indem man da zieht und drückt. Und gleich wichtiger Hinweis, bitte nicht auf das Gesicht halten. Meine Lieben und Kinder auch, ne, nicht ins Gesicht schießen, das macht man nicht. Das ist halt ein Wasserspaß. Auch wenn das eine Wasserpistole ist, jetzt nun wirklich nicht schlimm, wenn sich da jemand drüber aufregen sollte wegen Pistolen und Waffen und weiß der Kuh und was. Es ist ein Spielzeug für den Strand oder für den See. Ist bestimmt ganz neckisch. 500 ml
die ist schnell leer. Das muss man ehrlich sagen. Da muss man schon so ein bisschen immer nachtanken. Von der Verarbeitung und Montage her, da gibt es nichts dran zu maulen. Das war relativ einfach. Die ist aus Kunststoff verarbeitet und ist gut gemacht. Also deswegen insgesamt 4 Sterne. Aber ich finde es toll und deswegen packe ich euch die auch in die Videobeschreibung. Mein Sohn ist begeistert. Wir haben noch andere Wasserpistolen, die muss man mit Hand schießen. Und dann, wenn meine beiden Söhne da sind oder wir mal zu dritt, wenn es dann richtig warm ist, dann kann man auch mal so eine Wasserschlacht damit machen. Das ist immer ganz lustig. Das haben wir letztes Jahr schon getan und das hat einen riesen Spaß gemacht. Also, so kann man auch die Zeit mit seinen Kindern verbringen. Nur mal so am Rande. Ja, wie gesagt, ihr findet das Produkt in der Videobeschreibung. Das ist ein sogenannter Amazon-Partnerlink. Da kriegt der Kanal eine kleine Provision, wenn ihr dort drüber bestellt. Müsst aber nicht mehr bezahlen. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr lustig seid. Ist jedem selbst überlassen. Ich dachte, ich mache mal sowas, dann ist das auch mal was anderes. Nächste Video ist am Start. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Und ja. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es das denn getan hat, bitte Daumen hoch und Abo da lassen, bitte nicht vergessen. Unser kleiner Kanal kann es gut gebrauchen. Da schon mal danke für. An dieser Stelle sage ich jetzt Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Technikcheck hier auf dem Kanal. Macht's gut, bis dahin, euer Darky. Ich freue mich schon auf euch.